Nebeneinsatzzeit hier in Washington DC. Auf, meine werten Ödländer. Willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division 2. Aber vorsichtig, die Stadt ist natürlich mehr denn je bevölkert von üblen Schergen. Sehr schön, wunderbar. Ja, wie gesagt, ein Nebeneinsatz folgt. Direkt hier um die Ecke. Und ich habe immer noch das Gefühl, die Stadt wird immer vermüllter. Immer vermüllter. Jo. Doch, doch. Und die Leute sammeln ihren Müll weiterhin hier vor ihren Häusern. Ja, die gehören zu uns. Die gehören zu uns. Auf die darf ich nicht ballern. Das ist nicht so cool. Hey, da hinten sind welche, ne? Cool. Cool, cool, cool. Selbst der normale Weg von einer Mission zur anderen wird immer herausfordernder. Finde ich aber cool, muss ich sagen. Das unterstützt das Drama. Cool, weiter geht's. So, ach, hier ist das? Nee, doch noch nicht. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, ein Stückchen ist noch. Aber ein Fahrrad wäre nicht schlecht. Hier stehen noch so viele rum. Wird das Ding platten oder so? Also für mich sieht das Fahrrad noch voll in Ordnung aus. Oder so eine City-Roller, die stehen jetzt auch in Berlin überall rum. Die kann man mit einer App kann man die freischalten. Eigentlich ziemlich praktisch, muss ich sagen. Ein Geniestreich für uns Städter. Ist hier noch was? Vielleicht mal alles durchladen. Wenn wir schon mal die Zeit dafür haben. So. Ich glaube, wir haben alles. Das letzte Stück. Bis zum Nebeneinsatz. Angriff auf Sanitätslager. Ein sehr, 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 sehr wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ein strategisch wichtiger Punkt. Und draußen sind 33 Grad. Wollte ich nur mal erwähnen. Wollte ich nur mal erwähnen. So, dann wollen wir mal Geschütz aufbauen. Es ist wieder Zeit. Da. So, wo kommen denn die anderen? Wo sind denn die anderen, bitte? So. Ich glaube, wir können weiter. Zivilisten unterstützen. Haben wir doch gemacht. Zur Ingenieurin gehen. Hallöchen, na? Wie geht's dir denn, Schnucki? Was sollen wir denn machen? Erzähl mal. Ich kann es reparieren, aber dafür brauche ich Ersatzteile. Hier im Lager sollten welche zu finden sein. Wenn ich das Geschütz nicht wieder hinbekomme, werden wir diese Stellung nicht halten können. Das war's, oder? Alles klar. Wir kümmern uns um die Ersatzteile. Da drüben. Okay, los geht's. Waffenkomponenten identifiziert. Nehmen Sie mit, was Sie finden können. Wow! Elektronisches Gerät erkannt. Wo? Wo ist das Handy? Ich will meine Lore haben. Da oben. Funksprüche. Essentielle Evakuierung. Evakuierung der zentralen Regierungsposition aus Washington. Okay. Ist die Lage so schlimm, ja? Schlimmer noch. Das hätten wir vor Wochen schon tun sollen.
aber Mendes wollte der Öffentlichkeit seinen Mut beweisen. Er wird aber nicht gehen. Nein, aber alle, die noch vom Senat, also vom Kongress und Kabinett übrig sind, holen wir raus. Das Pentagon hat seine Leute schon rausgeholt. Das Pentagon muss auch... Achso, das ist schon wieder so eine Suchmission, ne? Die Gegenstände sind hier irgendwo in dem Bereich. Das tut mir leid. Ihr seid nicht das richtige Personal. Sie holen uns. Bereich abgeschlossen. 8 Stück, alles klar. Ich verstehe. Juhu! Okay, alles cool. Ja, nehmen wir mit. Ja, 8 Kisten hast du gesagt. 8 Kisten, die liegen ja noch irgendwo rum. Kann er die auch sammeln? Gut möglich. Ich glaube, es sind die gelben Kisten hier überall. Wir sollten uns vielleicht trennen. Ich gehe hier hoch. Nee, hier gibt's nichts. Hier drüben vielleicht? Nein. Okay, vielleicht müssen wir in ein anderes Gebiet. Das ist gut möglich. Ja, ich glaube ja. Hey, was war denn hier los? Ah, hier geht's also weiter. Sehr schön. Das Sanitätslager. Übel sieht's hier aus. Und hier habt ihr eure Verwundeten geheilt. Krass. Gelbe Holzkisten, bitte. Oder vielleicht sind das von Gebiet zu Gebiet andere Kisten. Gut möglich. Ah, da. Gelbe Kiste. Jawohl. 3 von 8 und 4 von 8. Halbzeit. Bereich abgeschlossen. Jo. Das kann nicht alles gewesen sein. Suchen Sie weiter, Agent. Machen wir. Ist gebongt. Ich glaube, wir werden gleich wieder angegriffen. Von da drüben, genau. Doch nicht. Wird er klappen können? So, Geschütz wieder einpacken. Schade. Ich dachte, jetzt würde ein epischer Gatefight kommen. Aber nein. Waffenkomponenten identifiziert. Sehen Sie sich nochmal gründlich um und kommen dann zurück zum Geschütz. Ja, machen wir. 4 Kisten wollt ihr noch, ne? Aber schön entspannt bleiben. Ich kümmere mich ja drum. So, das neue Gebiet. Action Time. So, da vorne kommen sie schon. Wow. Vorsichtig. Geh mal raus da, genau, sehr schön. Okay, hier müssten noch Kisten rumstehen. Wahrscheinlich wieder 2. Bis wir dann ins letzte Gebiet gehen.
Erst ballern, dann looten. Das ist die Devise von The Division 2. Ich glaube, wir haben alle, ne? Nee, noch zwei, sagt er. Noch zwei. Die werden wahrscheinlich hier sein. Da sind sie. Da sind sie. Wir haben sie. Bereich abgeschlossen. Cool. Gut. Jetzt liefern Sie die Komponenten ab. Machen wir. Wir kommen nach vorne zum Geschütz. Aber haben wir ja alles so Pi mal Daumen? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Na los. Öffnen Sie mir die Tür, Rekrut. Hallöchen, na? Epischer Endkampf, hä? Ich freue mich jetzt schon drauf. Muss ich das Ding nur noch reparieren, ehe es zu spät ist. Na dann mal los. Dann mal los. Lenken Sie sie ab, während ich das Ding flicke. Jo, machen wir. Mein Geschütz, verdammt, da steht er noch um die Ecke. Nicht cool. Noch 22 Sekunden ohne Geschütz. Halten wir das aus? Ja. Können wir das schaffen? Auf jeden Fall, wir müssen. So, Geschütztime. Von wo? Von da oben bitte. Okay, sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Okay, baller mal eine Runde. Hier kümmern wir uns schon drum. Wow, kann ich auch ein bisschen ballern? Warum eigentlich nicht, hä? Alte Fratze, ey, das gibt's ja nicht. Mensch. Haben wir ganz schön schaschlig aus dem gemacht. Da kommt ein Dicker, da kommt ein Dicker, da kommt ein Dicker, da kommt ein Dicker. Weg hier, weg hier. Doch, geht wieder, geht wieder. Wow. Das war's, was für eine Ballerei, ey. Was für eine Ballerei, hä? Haben wir alles? Sieht gut aus, ne? Ja, ich glaube ja. Kriegen wir jetzt eine Belohnung vielleicht? So einen Vorratsraum? Gut möglich. Gut möglich. Muss man sich hier den Loot teilen? Ich will den lila Kram. Steck ein. Steck ein. Und ich glaube, dann wird es auch etwas Zeit für einen Waffenwechsel. Ich möchte natürlich offensiv bleiben. Haben wir dann ein schönes LMG dabei? Das Ding, nein, nicht das ausrüsten, bitte, Entschuldigung. Das soll eigentlich in den Müll. Ein Agent ist nicht mehr verbunden. Ach, schade, Mensch, schade. Snorkel, mein guter Snorkel. Okay, dann haben wir jetzt mehr Zeit, unsere Waffen ein wenig zu sortieren. Das war übrigens ein Windows-Sound. Weil mein aktives Fenster gerade hier beim Aufnahmerechner nicht OBS war und ich frage mich warum. Wie kann sowas passieren? Leo, du lässt nach, aber wirklich? So, als Schrott markieren, V, drücke ich doch die ganze Zeit. V, V, V. Doppelläufige Schrotflinte. Wir haben... Nee, brauchen wir nicht. Wir wollen offensiv 1, dann wollen wir Reichweite auf Waffenslot Nummer 2 und auf 3 bleibt die Flinte. Wir können ja mal was Kleines nehmen. Einfach mal was Kleines. Was kann das Ding? Dann kriegen wir hier einen Boni? Nein, schade. G36 verbessert. Kriegen wir hier einen Boni?
Hast du überhaupt irgendwelche Anforderungen in Sachen Boni? Auch nicht, schade. Die FAL SA 58 Handling. Die maximale Stapelgröße ist 15. Ist diese Stapelgröße erreicht, hat jeder Treffer eine Chance von 15. Ah, das haben wir auch nicht, oder? Doch, haben wir. 8 von 5 sogar. Okay. Alles klar. Chance von 5% den Bonus aufs Waffenhandling zu verbrauchen und dafür das Magazin aufzufüllen. Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch verdammt gut an. Auch wenn das keine goldene Waffe ist. Aber ich werde sie mal nehmen. Was ist damit? Könnte man auch nehmen. Ranger. Alle 5 Meter, die sie vom Ziel entfernt sind, verleihen plus 2% Waffenschaden. Ach je. Das hört sich doch super an. Außerdem so eine kleine Fratze können wir ja auch mal nehmen. Wir wählen sie aus. Wir malen sie an. Und zwar in den Farben der Freiheit. Es ist mal wieder Zeit für Freiheit. Ja, bitte, einfach mal. Ach, mit Tab, alles klar. Jetzt habe ich es wieder. Welches Visier? Was brauchen wir? Präzision. Ach, das ist so eine schnelle Fratze, ist das, ne? Okay, natürlich dann das Leuchtpunktvisier. Was sonst, ne? Wenn wir schon Präzision brauchen, Patronen. Cool. Haben wir. Wieder Präzision mit dem vertikalen Griff natürlich. Aber das ist halt keine Distanzwaffe, ne? Aber ein schöner Schalldämpfer. Schalldämpfer Osprey 45. Punkt 45 natürlich. Cool. Sieht schön aus. Eine schöne kleine Waffe. Und ich bleibe beim Scharfschützengewehr. Verschroten brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil das bringt gerade wenig, weil wir alle Ressourcenslots voll haben. Mit Kram. Und ja, wollen wir mal gucken, was haben wir noch? Irgendwas D&H-mäßiges? Nope. Eventuell die Doppelkopfhandschuhe. Immer noch nicht. Verdammt, Mensch. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, damit wir unser Set endlich vervollständigen können. Petrov Defense. Wir könnten hier wechseln, wenn wir wollten. Wollen wir aber nicht, weil unser aktueller Rucksack einfach mal viel cooler ist. Und dabei bleibt es dann erstmal auch. Eine Sekunde. Hier gibt es doch irgendwo Sammelsachen, ne? Sammelsachen. Ach, wir können einen Behälter wieder öffnen, kann das sein? Ja klar, los geht's. Endlich, Ice Cream für uns alle. Da. Vielleicht die wichtigste Lootbox des Tages. Schuhe, was für Schuhe? Ach, ich weiß nicht. In einer anderen Farbe vielleicht, aber so eigentlich nicht. Zustimmen. Naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Sammlung, Hitzewelle, Invasion. Wow. Das kostet alles verdammt viel. Twitch Prime. Wie? Ich krieg die Sachen, wenn ich mein Twitch Prime hiermit verbinde. Aber das sieht auch irgendwie schrotig aus. Nee, das muss nicht sein. Dann bleiben wir lieber so. Aber was ich gerne mal wissen würde, wäre, wo wir unsere Videos angucken können. Das wird mir immer beim Einstieg in die Runde wird mir das angezeigt. Klar, ein Soziales. Sind wir immer noch im Spielersuchmodus? Ich würde das gerne beenden erstmal. Spielersuche stoppen. Dankeschön. Das hat sich irgendwie aktiviert gehabt. Warum auch immer. War ganz nett und so. Aber wir kriegen das schon hin. Fortschritt. Sammelobjekte. Ah, wow. Wow. Hier gibt es echt noch eine Menge zu gucken. Was haben wir denn hier? Anführerin der Outcast. Sichergestellte Videoaufzeichnung der Anführerin der Outcast, Emmeline Shaw. Zeig mal her. Wie ist Ihr Name? Ich dachte, sie hat so einen Helm auf mit einem Hirschgeweih. Ihr Name? Will er nicht sagen. Ihr ganzer Name. Hausner, Jason. Hausner. Ja. Der Architekt unserer Qualen. Ich habe nur die Anlage entworfen. Die Quarantäne war nicht meine Idee. Ich war immer dagegen. Und doch haben Sie nichts dagegen getan. Sie haben mitgeholfen. Nicht freiwillig. Nur Befehle befolgt.
Ist das Ihre Entschuldigung? Jeder kommt an die Reihe. Wow. Was macht sie mit ihm? Nein. Okay, er hätte vielleicht zu seiner Schuld einfach stehen sollen und hätte einen schnellen, weniger schmerzvollen Tod erwarten können. Alter! Aber der ist doch noch nicht hinüber dann. Schande, die ist ja hart drauf. Mein lieber, lieber Scholli. Okay, ja. Okay, jeder darf einmal zuhämmern. So spätestens hier bei dem mit der Propangasflasche ist Feierabend. Oh mein Gott. Heftiger Shit, Mann. In einer Gruppe. Heftiger Shit, Mann. Eintreffende Verstärkungsanforderungen. Ja, wird Zeit, dass wir die Stadt von ihrem Elend befreien. Auf, auf!